So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Yes, yes, yes. Genau. Wie war das? Hier war das so, ne? Eine Verbeugung. Eine Verneinung. So, okay. Ja, es macht einfach Spaß, ne? Es macht einfach Spaß, ja, einfach nur rumzulaufen hier. Ist geil. Das machen wir weg. So, können wir den nochmal rufen? Es macht einfach Bock hier so. Leiche plündern. Jetzt sind wir ja mobil, ne? Geht das etwas schneller und der kann sogar noch schneller. Hier jede Ecke in Ruhe die angucken. Geben die Nummer 10, ne? Das ist ja gar nichts. Okay, das haben wir schon alles hier zu Fuß schon mal gesehen. Und der Doppelsprung auch noch. Macht einfach Bock, ne? Da ging es ganz runter zum Strand. Ach so, das war der hier, ne? Den machen wir auch noch mal, aber nicht jetzt, ne? Jetzt sind wir am Erkunden und am Gucken. Ich wollte eigentlich jetzt noch mal zum Mäntler gehen, ne? Haben wir denn genug Runen? Da wollte ich mir das eigentlich alles kaufen, was der da hat. So, du warst doch der Händler hier, ne? Wait, weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Kaufen. So, Fernglas braucht man jetzt nicht unbedingt, ne? Das ist für Online-Herstellung dafür die nötige Behälter. Irgendwas zum Herstellen ist das, ne? 300. Schickt euch zur Objektherstellung. Das nehme ich auf jeden Fall, ne? Werkzeugsatz. Okay. Nehmen wir den auch. Und das sind Pfeile. Ob ich, was war, erweitert das Handwerksrepertoire. Handwerkerrepertoire. Okay. Fegt euch zur Objektherstellung. Okay, zweimal Erweiterung und dann nehme ich noch so eine Fackel, ne? Habe ich mir gedacht. Das ist ein Lederschild. Nicht so gut wie unseres. Ja, nehmen wir mal die Fackel. Wenn wir mal in so eine Höhle reingehen, haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Arznei, eine Notiz mit wichtigen Informationen. Okay. Und kostet das. Und des Wegpunkts. Ich nehme das mal auch mal mit hier. Wir haben ja so ein bisschen. So. Okay. Verlassen. You've made an excellent choice. Ja. Objektherstellung. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt im Objektmenü Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Aha. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Aha. Diese Behälter werden bei Benutzung gebraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Ja, Objektherstellung. Okay, über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellen könnt, oder gefundene Rezepte. Okay, das haben wir ja schon gehört. Feuerstoff mit Kordel, geteilt. Aha.
Wirft dies auf Gegner, um Feuerschaden zu verursachen. Ach, so eine Brandbombe quasi, ne? Da hinten werfen Feuerschaden. Schaden zu verursachen. Für eine Regeneration. Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Aha. Rumpfingermedizin. Brauchergüter. Okay, da sind hier nochmal alle einzeln aufgelistet. Also okay, damit kann man so Brandbomben machen und sowas. Okay. Gut, dass wir das auch wissen. Können wir den jetzt hier auch mit dem Pferd bekämpfen? Können wir ein bisschen hier aber farmen, ne? Ein bisschen testen einfach mal. Wir haben genug Zeit, echt. Wir haben genug Zeit. Einfach den mal so, mal gucken, wie der reagiert. Der reagiert ganz gut. Wie reagierst du drauf? Cool, unsere neue Waffe, ne? Einfach nur geil. Merkst du direkt den Unterschied, dass die jetzt besser ist, ne? Okay, hat sich noch ein bisschen gewehrt. Hier so ein bisschen aufräumen, ne? Was ist das denn? Nein, du musst links. Okay, warte, links. Okay. Ist das auch cool. Voll schnell geht das, ne? So, da sind wir wieder hier, ne? Wo dieses Lager ist. Okay. Oh, die ganze weite Welt wartet noch auf uns. Ist auch noch so ein Ort der Gnade, ne? Warte. Kann ich lesen? Ort der Gnade. Yes, Sir. Nordseite des eigenes Sees, okay. Aha, das haben wir jetzt freigeschaltet, ne? Okay. Ruinen vor dem Tor. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal das Lager, ne? Da habe ich irgendwie jetzt Bock, das nochmal zu testen, ne? Ach nein, wieso macht er sowas, Alter? Der drückt ja wieder irgendwelche Tasten, ne?
Aber wir können jetzt die Hunde, die Wolf. Ah, das muss ich auch mal gleich testen. Das muss man gleich mal testen. Oh, der hat uns gesehen. Einfach so mal ein bisschen üben. Mit dem Schild, da macht er mir die ganze Ausdauer weg, ne? Ha! Geil! Bum, bum. Das haben wir schon gefunden, ne? Ist da nochmal was drin? Ne? Ist nichts mehr, ist jetzt geöffnet. Es ist einfach geöffnet. Er holt Alarm. Er holt keinen Alarm. Cool, dass man auch so Stealth jetzt machen kann, ne? Geile Mischung. Der holt ja hier Alarm, ne? Der holt Alarm. Objekt aufheben. Was? Hast Karte gefunden? Was? Warte, ich muss mir das mal angucken. Was für eine Karte gefunden? Neue Karte gefunden. Ach so, guck mal, der Hintergrund. Ah, was? Geil. Jetzt haben wir das freigeschaltet, ne? Sehr geil. Hier ist es markiert. Das haben wir schon. Das war die Höhle hier, ne? Katakomben. Da geht's auch nicht mehr weiter. Also hier haben wir die ganze Ecke schon abgecheckt, ne? Aber hier geht's ja auch weiter. Das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Da will ich überall hin, ne? Ha! Sehr cool. So, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt mal direkt hin den Schweremat testen, ja? Komm her. Sehr cool, wie er so langsam ankommt, ne? Jetzt wird er schneller. Alter, was für ein Gefühl. Weg. Komm mal etwas weiter raus, damit deine Kollegen nicht kommen. Guck mal, wie geil die das gemacht haben, ne? Der geht so langsam hin und her. Nicht mehr die Deckung, ne? Und dann ist vorbei, aber wir können jetzt besser rollen. Das ist schon mal geil. Wie war das nochmal? Der reagiert direkt darauf. Alter. Der ist echt übel. Lass mal heilen. Ich hab mir kaum Schaden gemacht, ne? Der tut's gleich. Das ist cool. Ich mag das, mit denen zu kämpfen. Geh weg.
Attack! Ein... Das hat uns... Ist das ein Sack, ey? Sobald du den angreifst, ne, dann macht er direkt hier Action. Ist das krass. Ich hatte den auch schon fast, ne? Alter, ey. Sehr cool. 811 Seelen haben wir gehabt. So geil, echt. Ja, so kann man das jetzt die ganze Zeit machen. Man kann so ein bisschen farmen hier halt in diesem Punkt, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Achso, an diesem letzten Punkt, wo wir gespeichert haben, ne? Da hinten waren meine Seelen, genau. Jetzt mit hier. Wir machen jetzt als allererstes den Typ nochmal. Ist egal. Jetzt kommt der andere, ne? Putz den mal raus, nicht den. Jetzt haben wir den da rausgelotst, ne? Egal, der kommt auch nochmal dran. Aber nicht jetzt beide. Ging ja ganz gut jetzt, ne? Genau, ich wollte ja die Dings mal hier die Wölfe mal testen, ne? Komm, wir beschwören mal die Wölfe. Ah, genau, kommt mal her, Wölfe. Kommt mal mit. Ich hab hier einen Bösewicht. So, jetzt zeig mal, was ihr macht. Geil, die greifen den an. Der macht aber gut Schaden, ne? Gut. Trifft er mich trotzdem echt nicht. So, die haben wir auch schon mal erledigt. Ey. Danke, Wölfe. Und weiter geht es. Hier, kommt mal mit. Komm mal her. Guck dir das mal. Geht's so runter. Alter, was? Ich aber ein bisschen blöd, ey. Maikas Fall, letzter Ort der Gnade, genau. Limgrave.
andere hat sich schon umgedreht, ne? Okay, dann mach mal. Komm mal etwas weiter hier raus. Kein Bock auf die anderen. So, hau mal rauf. So, kriegst du direkt den hier. So, was ist denn jetzt mit dir hier? Wie war das? So und so. Komm her. Ich verfluche mit den Geistern nicht. Geh da weg. Springen und drauf. Er macht wieder Schaden, echt das. Unglaublich. So, einer weniger. Jetzt räumen wir mal ein bisschen auf hier, ne? Das kannst du direkt sein lassen. Jetzt hat er die schon alle alarmiert, ne? Ist das nicht gut? Alter, wie viele sind das denn? Das sind echt einige, ne? Weg da, weg da, weg da! Keine Chance, keine Chance. Warte. Komm mal rein. Da kommen die hier mit zwei Mann direkt. Schon cool gemacht, echt. Ich muss irgendwie weg. Krass. Krass. Okay, ich üb hier noch ein bisschen. Dann kommen wir nochmal hier hin, ne? Alles klar, warte. Letzter Ort, Gnade. Alles klar, ich fahre mal hier so ein bisschen. Und dann können wir auch direkt mal ein bisschen hochsteigen. Okay, alles klar. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.